Radici, es hat Ihnen nicht gelangt, Ihre Gefühle? Also zuerst gratuliere ich alle Gewählten, Eva Herzog, Sara Wes, Katja Christ, Sibel Arslan für den tollen Resultat. Wir wussten schon natürlich eben, dass es eine von uns fünf betreffen wird und ich bedauere, dass es dann mich getroffen hat und ich habe ein tolles Wahlkampf gemacht und ich war ganz positiv beeindruckt. Auf der Straße habe ich tolle Gespräche gehabt und ja, das Leben spielt so, wie es ist. Und warum hat es nicht gelangt? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also eben, ich habe dann ein Gefühl, in Bern hatte ich meinen Job gut gemacht und ich war auch in Basel sehr gut unterwegs. Und es ist schwierig jetzt so zu auf ersten Blick analysieren und sagen, ja, warum es nicht gelangt hat. Was verliert die türkische Community mit Ihnen? Also ja, generell die Migranten, also nicht nur türkischen, alle Migrationsbevölkerung, mit denen bin ich, seit ich in diesem Kanton bin, seit 30 Jahren sehr gut unterwegs und sie können sich bei jeder Kleinigkeit sich bei mir melden, ob es eine Lehrstellensuche ist oder ein Job oder irgendetwas anderes. Und ich werde weiterhin mich für diese Menschen einsetzen. In Basel bin ich in vielen Vereinen aktiv und als Unternehmer wird es mir sicher nicht langweilig sein. Ich werde weiterhin viel zu tun haben, ja. Aber ist für Sie in dem Fall die politische Karriere beendet oder haben Sie noch weitere Ambitionen? Also ich bin ein politischer Mensch und gesellschaftlich bin ich gut unterwegs. Aber jetzt auf ersten Blick, ich habe in den letzten Jahren wenig Zeit für meine Familie gehabt und ich bin froh, dass ich jetzt auch für die Familie unterwegs sein werde. Ja. Danke vielmals, Herr Radici. Danke Ihnen. Merci vielmals. Danke. Ich glaube, ich so